Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Ergebnis ist Ihnen ja wahrscheinlich bekannt und präsent. Aber bevor wir in die Spielanalyse, Bewertung der Trainer kommen, gebe ich nochmal kurz die bekannten Endergebnisse des heutigen Spieltages, das war in der Gruppe 2 bekannt. Also SC Hassel gegen TSV Mühls, die bekannt 0:1. Homburger SV, SV Hohenlimburg 5:0. Brambauer Lünen gegen Kahn Marienborn 0:2. DSC Banner Eickel, Hengede 0820, 1:2. BV Westfalia Wickede gegen Deo Katus Hordel 0:2. Schwarz-Weiß Wattschak 08 gegen Spielvereinigung Holz-Wickede 0:0. FC Iserlohn gegen FC Brüninghausen 3:4. Und kurz vor Schluss, Endergebnis ist noch nicht bekannt, stand Sutlandscheid-Enkhausen als SC Dortmund 0:0. Ja, wie es so ist, gebührt dem Gast natürlich als erstes das Wort zum Spiel. Und ich bitte den Holger Flossbach mal so seine Darstellung zum Spiel abzugeben und die Analyse. Ja, hallo, liebe Anwesenden, hallo, liebe Fans. Ja, mehr vorbereitendes Spiel war ziemlich anstrengend da draußen. Wir haben in der ersten Halbzeit sicherlich eine bessere Heimmannschaft gesehen, die strukturell viel besser und in der gesamten Spielanlage besser gespielt als wir. Da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir Hilfe gewinnen. Und ich war da nicht so ganz einverstanden mit der Defensive, also mein Schuld. Mit den beiden Gestern im Mittelfeld, das war auch in Ordnung, aber das gegen den ersten Ball und auch die Handlungsschnelligkeit beim Umschalten von Abwehrwand, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann hat man einfach das Spiel besser kontrolliert. Klammer mal in die ersten 5 Minuten und die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit aus. Und wie das so ist, in der üblichen Ansprache der Halbzeit kann man dann was ändern, während des Spiels ja eher weniger. Und dann haben wir die Sachen angesprochen, dass wir vielleicht ein bisschen aggressiver nach vorne spielen müssen, schneller nach vorne spielen müssen und vor allen Dingen sollten wir unsere Fehlpassquote reduzieren. Das haben wir dann auch gleich in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit gemacht und wenn man das jetzt nur als Basis sieht, die ersten 10 Minuten der ersten zweiten Halbzeit, dann sind wir auch verdient in Führung gegangen und haben dann das Spiel weitestgehend kontrolliert, bis auf eine einzige Situation, wo der Bendit dann den Ball daneben köpft. Ansonsten haben wir keine Chancen zugelassen, weil bei Standardsituationen, die hoch im 16er kommen, das kann man nie ganz verhindern, aber ich habe da keine gefährliche gesehen. Wir haben dann unsererseits leider Gottes die Konter zu schlecht ausgefahren, um frühzeitig den Sack zuzumachen, sprich das 2-0 oder das 3-0 zu machen. Die Chancen waren da. Ich zähle alleine so spontan 4 Hochkaräter von Thomas Fritsche, Akpo, Gardia und Sammet. Und die haben wir nicht gemacht, darum war das Spiel bis zum Schluss spannend. Ich denke, wir haben sehr viele gute Individualisten gesehen, aber auch ein gutes Spiel, aber nicht für Verbandsliga-Verhältnisse war Stand einfach, das konnte man bei den allen Protagonisten sehen, zu viel auf dem Spiel. Aber ich bin glücklich über den 1-0-Erfolg, über einen starken Hasseler Mannschaft und hoffe, dass das jetzt weiter, dass wir die Serie weiter fortführen können. Danke. Ja, Michael, deine Analyse, deine Darstellung des Spiels, bitte. Ja, ich denke, das hat der Holger schon richtig erkannt und gesehen. Ich denke, dass wir aufgrund der 90 Minuten die bessere Mannschaft waren, haben dann durch ein abgefälschtes Freistoßtor das Spiel verloren. Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Selbst in Unterzahl haben wir noch versucht, das 1:1 zu erzielen. Wir haben es leider nicht mehr geschafft und ist ganz klar, wenn man in Unterzahl spielt, dass dann der Gegner auch immer wieder eine Torchance bekommt. Und das hatten wir auch, wie der Holger schon erwähnt hatte, 2-3 Hochkaräter, aber die haben sie nicht genutzt. Trotzdem, meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Den Schiedsrichter kann ich aber trotzdem Vorwurf machen, denn diese rote Karte fand ich überhaupt nicht berechtigt. Denn wenn ich den Themel auf der rechten Seite sehe, der auch von hinten reingrätscht, dann wäre das auch eine rote Karte gewesen. Aber so ist nun mal der Sport und die Schiedsrichter, ob man den jetzt in Form machen kann oder nicht. Das ist natürlich aus der Enttäuschung heraus, natürlich macht man den Vorwurf, aber die haben auch keinen einfachen Job. Nur die rote Karte war einfach überzogen.
Nur jetzt, wir haben den dritten Spielplatz, den dritten Spieltag, und jetzt dürfen wir auch nicht alle den Kopf in den Sand stecken. Wir haben jetzt drei hervorragende Spiele abgeliefert und ich denke mal, dass wir uns hier am Dienstag aufrichten werden im Pokalspiel und dass wir uns auf eine schöne Saison freuen können. Dankeschön. Ja, zu dieser Schiedsrichterentscheidung der roten Karte. Ich stand mit unserem Staffelleiter der Westfalenliga 2 zusammen, Herrn Link. Er wusste selber auch nicht, wie der Schiedsrichter hier eine rote Karte geben konnte. Ist immer diskussionswürdig, ist auch letztendlich vielleicht eine Entscheidung aus der Situation heraus für Schiedsrichter auch immer schwierig. Aber wie eben gerade kommentiert, haben wir hier ein wunderbares Fußballspiel gesehen. Zweier gleichwertiger Mannschaften, wenn ich das so sagen darf. Wir freuen uns mit Sicherheit auch auf das Rückspiel. Dann werden die Karten wieder neu gemischt und dann wollen wir mal schauen, wie es dann ausgeht. Und ja, dann, wenn noch Pressevertreter vor Ort sind, dann bitte ich jetzt um deren Fragen an beide Trainer. Ja, es scheint so, dass keine Pressevertreter mehr da sind. Herr Willem ist mir vorhin entgegengekommen. Er scheint wohl die Platzanlage verlassen zu haben. Aus welchem Grund, weiß ich nicht genau. Andere Pressevertreter scheinen wohl nicht da zu sein. Und irgendwas muss gewesen sein. Müssen wir nochmal analysieren. Ansonsten bedanke ich mich bei allen Besuchern auf der Sportanlage Lüttinghof für ihr zahlreiches Erscheinen und wünsche Ihnen noch allen einen angenehmen Sonntag und vielleicht noch ein paar angenehme Minuten hier auf der Sportanlage. Beiden Trainern nochmal recht herzlichen Dank.